Am Bauchgewicht verlieren, am Bauchfett abbauen. Wie schaffst du das denn? Als Experte für Abnehmer beschäftige ich mich ja schon seit Jahren damit und mit den ganzen Themen drumherum und habe da schon über 100 Menschen im 1:1-Coaching begleitet, nachhaltig den Bauchumfang zu reduzieren und am Bauchfett zu verlieren. Aber wie schaffst du das oder warum ist es für manche Menschen so schwierig? Und zwar das Thema Bauchfett betrifft hauptsächlich Männer, aber auch Frauen, vor allem wenn Frauen dann so langsam in die Wechseljahre kommen und natürlich darüber hinaus vom Alter her. Und da ist das Thema Bauchfett verlieren oft ein großes Problem, eine hartnäckige Sache für viele Menschen. Und ich möchte dir einfach ein paar Ideen geben, wie du das Ganze angehen kannst. Wie gesagt, jüngere Frauen so vor den Wechseljahren haben tendenziell eher so die klassischen Probleme mit Reiterhosen, Oberschenkel, Hüfte. Und ab den Wechseljahren verschiebt sich, verlagert sich das Ganze. Und wie gesagt, Männer haben natürlich da auch Themen mit Bauchfett. Aber warum ist Bauchfett eigentlich so hartnäckig? Und zwar ist Bauchfett eigentlich jetzt nicht so das Problem von der Ernährung, sondern tendenziell eher das Problem von deinem Stressfaktor und von den Stresshormonen. Und zwar folgendes. Die Stresshormone, also wenn du Stress hast, schüttet der Körper erstmal Energie aus, einfach ausgedrückt. Und ich möchte es natürlich wieder einfach erklären, damit es jeder versteht. Es sind ja recht komplexe Vorgänge, die da hinten dran liegen. Aber auf jeden Fall ist es so, der Körper schüttet Energie aus. Und Stress ist ja erstmal ein Säbelzahntiger, kommt um die Ecke. Wir müssen leistungsbereit sein. Wir brauchen Energie. Der alte bekannte Flucht- oder Kampfmodus, der dann gefragt ist, ja, das heißt, beides braucht ja Energie, egal ob du wegrennen möchtest oder ob du kämpfen möchtest gegen den Säbelzahntiger. Aber heutzutage ist der Stress natürlich eher, wenn deine Mitarbeiter vielleicht stressen, wenn deine Kollegen dich stressen oder was auch immer, ja, da bewegst du dich vielleicht tendenziell eher selten, sondern bleibst am Bürotisch sitzen. Oder hast Termindruck, wo du dann im Auto sitzt, um schnell von A nach B zu kommen. Also der Stress heutzutage sieht ja ganz anders aus. Aber trotzdem ist die Reaktion des Körpers natürlich die gleiche. Der Körper schüttet für den Stress erstmal Energie aus. Die Energie ist im Körper vorhanden, wird aber nicht aufgebraucht, weil die Bewegungsreaktion hinten dran fehlt. Ja, und was macht der Körper jetzt mit der Energie, die erstmal da ist? Das wäre ja Verschwendung, wenn die einfach verpufft und einfach nicht mehr da wäre. Und dann geht der Körper im nächsten Schritt her und lagert diese Energie im Bauchraum ein. Bauchraum ist natürlich so zentral im Körper, eine gute Stelle, wo der Körper auch relativ schnell eigentlich wieder zurückgreifen kann, drauf zugreifen kann. Macht er aber dann meistens nicht, weil natürlich die Bewegung immer noch fehlt. Und wenn so die Summe der Bewegung natürlich immer noch zu wenig ist, und dann ist hier Stress, Energiebereitstellung, Energieeinlagerung im Bauchraum. Ja, und jetzt kannst du deinem Körper wieder mehr stressen, indem du vielleicht eine krasse Diät machst, indem du vielleicht eine Ernährungsumstellung machst und was letztendlich auch wieder Stress ist, vielleicht auch gar nicht dazu führt, dass du jetzt wirklich Gewicht verlierst, vor allem natürlich am Bauchfett. Und da sind natürlich ein paar Lifestyle-Faktoren ganz, ganz wichtig, damit du wirklich am Bauch auch dein Fett verlierst. Lifestyle-Faktoren ist so das Thema natürlich Stressmanagement. Da bist du dabei mit Entspannungsmethoden, mit, ich sag mal, Yoga, progressive Muskelrelaxation, Meditation, lockere Spaziergänge nach Feierabend zum Beispiel an der frischen Luft, die dir helfen können. Und hier wirklich Stress hervor oder managen können und reduzieren können. Auch der Schlaf ist natürlich ganz wichtig, dass du ausreichend schläfst, ungefähr 7,5 Stunden reine Schlafzeit ist für viele Menschen gut geeignet. Und da kann es natürlich dann auch helfen. Ernährungsseitig natürlich ganz wichtig, dass du da schaust, dass alles passt, dass du den Körper mit den wichtigen Nährstoffen versorgst. Das heißt, die ganzen Mikronährstoffe sind ganz wichtig. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, aber natürlich dann auch letztendlich die Aminosäuren in Form von Eiweißen sollten in ausreichender Menge in den Körper reinkommen und verzichte da auch auf Ernährungsstress in Form von entzündungsfördernden Stoffen wie jetzt Gluten, Sojaprodukte oder ähnliches. Und dann wirst du auch da langfristig Erfolg haben. Ich sage, wenn es um die letzten paar Kilo am Bauch geht, fasst das Ganze ganzheitlich und dann wirst auch du Erfolg haben, dass du dein Bauchfett reduzieren kannst und auch am Bauch abnehmen kannst. Und wenn du Fragen dazu hast, lass uns gerne sprechen über deine individuelle persönliche Situation. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, dich dabei unterstützen, auch dein Ziel am Bauchfett zu verlieren, zu erreichen. Und ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Reinschauen von dem Video. Lass bitte noch einen Daumen da. Leite das Video auch gerne weiter an Menschen, für die das auch interessant sein könnte. Und ich wünsche dir noch einen sensationellen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis bald.